In diesem Video soll es nun um die Formatierung von Text gehen. Allerdings werden wir gleichzeitig auch noch einige Dinge zusätzlich ansprechen. Es geht dabei um das Einfügen und Löschen von Text, um spezielle Informationen, die beim Schreiben wichtig sind, die zu Fehlern führen. Wir werden auch das Thema Rechtschreibung ansprechen und noch einige kleine Ergänzungen zu den bisherigen Informationen dazugeben. Zunächst einmal, wie schon erwähnt, ist ja ein Zeichen hier jedes Symbol, was ich habe. Also jeder Buchstabe ist ein einzelnes Zeichen. Und im Gegensatz zum Absatz, wenn ich zum Beispiel diesen Absatz hier fett formatieren will, dann muss ich den gesamten Absatz markieren. Also das heißt vorne die Maustaste drücken, festhalten und dann nach hinten ziehen. Wenn ich dann etwas formatieren will, also in diesem Fall etwas fett formatieren will, kann ich das zum einen wiederum über den Formatierungsdialog machen, in diesem Fall Zeichen, oder, da das eine sehr häufig angewendete Formatierung ist, ich benutze einfach hier dieses Werkzeug. Suchen wir mal die zweite Überschrift hier. Ich möchte noch auf eine Möglichkeit hinweisen, wie man einen Text, ein Wort schneller markieren kann. Und zwar kann ich einfach doppelt klicken, also nicht einfach, wie ich irgendwo den Cursor an eine Stelle setze, sondern ich klicke kurz hintereinander zweimal und dann wird das gesamte Wort markiert. Bei größeren Absätzen funktioniert das nicht, wie hier zum Beispiel, wo ich mehrere Wörter habe, denn da wird eben nur das erste Wort markiert. Wenn ich allerdings dreifach klicke, kurz hintereinander, wird der gesamte Absatz markiert. Das machen wir gerade hier mal zwischendurch. In diesem Fall sieht man, was tatsächlich markiert wurde hier oben, nämlich nicht der gesamte Absatz, sondern der Satz. Also das heißt ein Satz und der wird eben erkannt von dem Textverarbeitungsprogramm durch den Punkt. Wenn ich also hier reinklicke, sucht er, wo ist der nächste Punkt. Und von Anfang bis zum Ende ist dann eben der Satz. Das Ganze funktioniert auch mit einem Vierfachklick. Und dann habe ich eben tatsächlich einen ganzen Absatz markiert. Nur muss man das natürlich auch können, dass man viermal hintereinander schnell draufklickt. In diesem Fall ist das nicht notwendig. Hier reicht also dreimal. Und dann kann ich dann den Rest auch noch fett formatieren. Ich habe jetzt ja den Cursor an eine bestimmte Stelle gebracht, indem ich einfach ihn hingeklickt, durch Klicken hingesetzt habe. Man kann den Cursor natürlich auch innerhalb des Textes nicht nur von Zeile zu Zeile nach oben oder nach unten bewegen, sondern auch rechts, links. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn man einen Fehler korrigieren will. Viele wechseln, wenn sie Fehler in einem Text kopieren bzw. markieren und korrigieren wollen, meistens zwischen Maus und Tastatur hin und her. Wenn man mehrere Fehler hat, die nahe beieinander liegen, lohnt sich das nicht zu wechseln zwischen Maus und Tastatur und man sollte lieber mit den Pfeiltasten zu einem bestimmten Fehler hin navigieren. Apropos Fehler. Natürlich sind Rechtschreibfehler in Bewerbungen oder in Texten, die man abgibt, nicht immer besonders gut. Und von daher sollte man entweder jemanden Korrektur lesen lassen oder man nutzt zumindest einmal die Rechtschreibekontrolle. Und die ist hier zum Beispiel in Form von Werkzeugen verfügbar. Am praktischsten ist die automatische Rechtschreibprüfung mit diesem Werkzeug-Icon. Für den Fall, dass dieses Symbol nicht zu sehen ist, muss man eventuell rechts auf die Werkzeugleiste draufklicken und kann dann unter sichtbare Schaltflächen weitere Schaltflächen einschalten. Man sieht jetzt zum Beispiel hier diese eingedrückten Symbole. Das sind Werkzeuge, die zu sehen sind. Hier, das ist dieses dann, das Drucken, wo
oder direktes Importieren als PDF. Aber dieser Bearbeitungsmodus zum Beispiel ist momentan nicht zu sehen. Den könnte ich einblenden lassen. Dieses Werkzeug könnte ich einblenden lassen, wenn ich jetzt hier draufklicke. Also, das kann man also so machen, wenn dieses Symbol nicht zu sehen ist. Wenn ich das anschalte, wird im Text an einigen Stellen ein Bereich mit einem roten, mit einer roten Wellenlinie markiert. Wenn das der Fall ist, erkennt das Programm einen Fehler oder meint zumindest einen Fehler zu erkennen. Denn die Fehlererkennung funktioniert so, dass das eingebaute Wörterbuch mit dem vorhandenen Text verglichen wird. Hier haben wir zum Beispiel ein Wort, das der Computer bzw. das Textverarbeitungsprogramm nicht kennt. Und hier ist tatsächlich natürlich ein Schreibfehler drin. Das müsste heißen signifikant. Diesen Rechtschreibfehler kann ich zum Beispiel korrigieren, indem ich den Mauszeiger an die richtige Stelle, den Cursor an die richtige Stelle setze. Wenn ich nicht sofort richtig treffe, kann ich auch einfach den Cursor an die richtige Stelle navigieren. Signifikanten Zusammenhang. So, und man sieht, dass sobald man einen Fehler bearbeitet, diese Wellenlinie weggeht. Ob man auch wirklich richtig geschrieben hat, wird aber erst angezeigt, wenn man das Wort verlassen hat. Erst dann überprüft das Programm das von vorne. In diesem Fall war es richtig. Ich möchte aber gerade noch ein weiteres Beispiel zeigen, wie man etwas korrigieren kann. Das war zu weit. Und zwar, so war das ja. Manchmal wird ein Fehler auch erst erkannt, wenn einige Zeit verstrichen ist, beziehungsweise wenn ich hinten dran ein Leerzeichen mache. In diesem Fall, wenn jetzt hier ein Fehler drin ist, kann ich folgendermaßen auch vorgehen. Ich klicke rechts auf dieses Wort drauf und sehe dann einige Vorschläge zur Korrektur. Das heißt, das Programm vergleicht das falsch geschriebene Wort, also das, was nicht im Wörterbuch enthalten ist, und schaut, ob es ein Wort gibt, was so ähnlich klingt oder aussieht. Und signifikanten Zusammenhang ist genau das Richtige. Das erspart mir in einigen Fällen das Nachschlagen, ob das Wort falsch ist oder nicht. Schauen wir nach weiteren Fehlern, um das gerade nochmal auszuprobieren. Hier haben wir Berufsweges, Rechtsklick. Da sehen wir, dass ein S vergessen wurde. Man sollte allerdings immer bei jeder Rechtschreibkorrektur und bei jedem Vorschlag überlegen, dass das auch wirklich passt. Weil es kann passieren, dass eine grammatikalische Variante eben nicht von dem Programm erkannt wird. Berufsweges passt eigentlich soweit. So, und dann kann man nacheinander alle Fehler durchgehen und schauen, dass man das alles richtig korrigiert. Es kann natürlich vorkommen, dass einige Fachbegriffe drin enthalten sind. Das ist hier in diesem Text auch der Fall, die so kompliziert oder ungewohnt sind, dass sie nicht erkannt werden. Hier zum Beispiel ist geschlechterspezifischen Rollenbilder nicht enthalten, kann man aber durchaus lassen, das sieht eigentlich richtig geschrieben aus. Ja, und hier einige andere Begriffe, wie zum Beispiel hier ein zusammengesetztes Wort, das es eben auch nicht gibt. Die Vorschläge, die einem hier dann gemacht werden, passen absolut nicht. Da muss man also wirklich nachschauen, ob das auch richtig ist. Dennoch wird mit der Rechtschreibekontrolle also immer einige der Fehler, die man gemacht hat, gefunden, und das erspart einem nachträgliche Korrekturen. Für die Korrektur von Fehlern nur noch ein paar kleine Tipps bzw. typische Probleme, die auftreten können. Für das Löschen hier zum Beispiel eines Buchstabens, der zu viel vorhanden ist, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann mit zwei entsprechenden Tasten vorwärts bzw. rückwärts löschen. Die möchte ich gerade nochmal auf der Tastatur zeigen. Und zwar gibt es hier einmal diese Taste, die für das
Rückwärtslöschen zuständig ist. Der Pfeil zeigt es auch an. Das heißt, wenn ich hier diese Taste drücke, wird das Symbol vor dem Cursor gelöscht. Mit dieser Taste, manchmal steht da auch Del drauf, wird allerdings das Symbol, das Zeichen hinter dem Cursor gelöscht. Ein typischer Fehler, der auch öfters mal passiert, ist, dass wenn man etwas einfügen will, ich habe jetzt zwar hier keine Stelle, aber nehmen wir mal an, das D hätte jetzt gefehlt und ich möchte das D einfügen, ist, dass man aus Versehen eine spezielle Taste gedrückt hat, die die Beschriftung hat, Eing. Das ist die Abkürzung für Einfügen. Gerade auf der Tastatur, wo haben wir sie? Das ist diese hier. Das ist die Einfügetaste. Diese Einfügetaste ist relativ tückisch, da sie im Gegensatz zu anderen Sondertasten kein eigenes Lämpchen hat, dass man sieht, dass sie eingeschaltet ist. Wenn sie eingeschaltet ist, hat man aber Folgendes. Und zwar sieht man jetzt, dass der Cursor kein Strich mehr ist, sondern ein kleines Rechteck. Und dieses Rechteck markiert, dass in diesem Fall, wenn ich etwas schreibe, etwas überschrieben wird. Dass diese Einfügen-Taste aktiviert ist, beziehungsweise in diesem Fall der Überschreiben-Modus aktiviert ist, kann man hier unten erkennen. Und ich kann hier auch diesen Überschreiben-Modus deaktivieren. Oder ich drücke einfach die Einfügen-Taste und dann ist das hier wieder weg und es wird eingefügt. Ich zeige es gerade nochmal, was passiert, wenn der aktiviert ist. Wenn ich jetzt hier ein D einfüge, dann wird eben das C überschrieben, genauso hier auch. Das kann sehr verwirrend sein. Das ist ein typischer Fehler und Problem, was auftritt. Ein weiterer Punkt, wie man Text bearbeiten kann, ist zum Beispiel, dass man irgendetwas kopiert. Das heißt, ich will einen bestimmten Textabschnitt kopieren, vervielfachen oder an eine andere Stelle bringen. Und dieses kann ich machen, indem ich wiederum Text markiere. Das heißt, entweder ich klicke, halte die Maustaste, die linke gedrückt und markiere das. Dann kann ich, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder etwas ausschneiden oder etwas kopieren. Der Unterschied zwischen Ausschneiden und Kopieren ist, dass mit Ausschneiden der Text, den ich markiert habe, hier an der Stelle entfernt wird. Mit Kopieren bleibt er vorhanden. Ich kann danach in beiden Fällen ihn an einer anderen Stelle einfügen, ob ich ihn ausgeschnitten oder kopiert habe. Das brauchen wir an dieser Stelle nicht, sollte aber mal erwähnt werden. Eine andere Sache, die hin und wieder eingefügt werden muss, sind Sonderzeichen. Brauchen wir an dieser Stelle nicht, aber es ist wichtig, dass man das weiß. Und zwar gibt es hier im Menü Sonderzeichen, im Menü Einfügen den Punkt Sonderzeichen. Hier findet man zum Beispiel zu jeder Schrift, die man ausgewählt hat, zum Beispiel diese hier, Sonderzeichen wie mathematische Symbole, beziehungsweise für die Fremdsprachen spezielle Buchstaben. Für mathematische Symbole empfehle ich aber eher hier in LibreOffice das Open Symbol. Da sind griechische Buchstaben und andere Symbole, die man in Mathe zum Beispiel braucht. Als letzte Art einer Eingabe möchte ich noch die Tabulator-Taste erwähnen. Wir gehen wieder hier mal zurück. Die Tabulator-Taste, das ist diese hier drüben, sind meistens zwei Pfeile drauf. Die Tabulator-Taste ist in vielen Fällen für Sprünge genutzt, auch zum Beispiel innerhalb einer Tabelle, die man im Text einfügt. Man kann diese Tabulator-Taste aber auch für Formatierung verwenden. Also zum Beispiel kann ich mithilfe der Tabulator-Taste den Text hier vorne einrücken. Dann drücke ich die Taste und dann hüpft er hierher. Und zwar hüpft er genau hierher, weil hier ein automatisch erzeugter Tabulator ist. Man sollte diese Formatierung allerdings nicht verwenden, um den gesamten Text einzurücken. Das wäre eine Absatzformatierung und das macht man nicht, indem man lauter neue Zeilen einfügt und dann jeweils mit dem Tabulator
das durchführt. Da der Tabulator auch ein Steuerzeichen ist, ist er hier ebenfalls zu sehen und man kann ihn auch wie andere Symbole löschen.